Hallo meine Lieben, ich weiß, es tut mir leid, ich war jetzt 2 Wochen, 3 Wochen nicht aktiv, leider. Aber ich habe auch eine Erklärung, die ihr hinter mir vielleicht schon seht. Wir sind gerade dabei, mein Zimmer zu machen und es geht hier drunter und drüber. Manche Wände sind echt so kaputt, dass man die nochmal neu verputzen muss. Und ja, also jetzt ist überall erstmal die Tapete ab und morgen fangen wir dann an zu tapezieren und dann wird gestrichen. Und ich habe ja eigentlich 2 Wochen Herbstferien. Und die erste Woche, muss ich sagen, habe ich sehr viel mit meinem Freund gemacht, weil jetzt die zweite Woche weg ist. Und ich war fast nie zu Hause, ich war immer unterwegs oder hatte noch irgendwas, was ich erledigen musste. Und es war ganz schön anstrengend, wenn ich mir das jetzt so überlege. Dann hatte ich mich aber beworben für ein Praktikum für die zweite Woche. Wurde ich sogar auch genommen, noch kurzfristig. Aber dann habe ich am Sonntag eine Blasenentzündung bekommen und ich konnte kaum laufen. War dann montags morgens beim Arzt. Und der hat mir sofort Schmerztabletten gegeben, weil die Probe schlecht ausgefallen ist. Also es muss wohl eine krasse Entzündung sein. Und ich bin jetzt halt jeden Morgen wach auf und habe so Schmerzen. Dann nehme ich halt immer eine Schmerztablette, die dann so bis Nachmittag hält. Und dann habe ich ein bisschen meine Ruhe. Dann helfe ich meiner Mama hier im Zimmer. Und dass wir das halt schneller hinbekommen, weil wir wollen das jetzt eigentlich noch bis Ende der Woche fertig machen. Und ich hatte einfach so viel um die Ohren, dass ich nicht mal 10 Minuten Zeit gefunden habe, wo ich ein Video hätte drehen können, weil ich auch immer rumgelaufen bin wie Lauch. Ich laufe jetzt auch rum wie Lauch, aber es war einfach so eine totale schlechte Zeit, um Videos zu drehen. Und jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Zeit gefunden, um jetzt endlich mal was zu drehen. Und mir jetzt, war auch wieder seit längerem, ich war noch nicht mal auf YouTube, weil ich irgendwie, ich war zwar am PC, aber nicht wirklich am PC, sondern immer nur, um nebenbei was nachzuschauen oder mit Freunden zu schreiben. Oder sonstiges. Die Anna und die Hanna sind wieder da und machen ganz viel Krach. Und es war halt einfach doof. So, jetzt habe ich mir überlegt, ich mache mal wieder ein Tutorial für euch. Weil es ja, es wird nicht angefragt, aber ich finde das immer ganz toll. Keine Ahnung. Ja, es wird wahrscheinlich wieder ein ewig langes Video, weil ich so viel zu erzählen habe. Aber mein Freund ist in Frankreich. Und mir ist sowas von langweilig. Ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt was zu tun mit meinem Praktikum und so. Und ja, Pfeifendeckel. Blasenentzündung. Ich wünsche es keinem, es tut so scheiße weh. Ich wünsche es echt keinem. Im Hintergrund läuft wieder Musik. Ich habe es ein bisschen leise gemacht, also vielleicht hört ihr das ja nicht. Ich fange einfach mal an in der Hoffnung, dass ihr das seht. Achso, inspiriert hat mich das Video von pixiewoo.com. Ich werde den Kanal in der Infobox verlinken. Hier kann ich es irgendwie nicht mehr verlinken. Ich weiß nicht wieso. Von pixiewoo Madness. Das hat die Nick gedreht. Es gibt ja Sam und Nick und das sind Geschwister, glaube ich. Also sie sehen sich recht ähnlich und die machen das halt zusammen. Und die haben da, also die Nick hat ein 10-Minute-Make-up Mila Kunis Smoky Eyes Video und das geht eigentlich recht schnell. Ich habe es jetzt auch auf dem Auge. Ich finde es eigentlich recht schön, also man sieht schon den Unterschied. Es ist zwar schon auffällig, aber es ist irgendwie alltagstauglich, finde ich. Ich kann euch mal ranzoomen. Ich zoome euch aber jetzt nur so ran, dass ihr das mal besser seht. Zoome ich euch mal wieder zurück. Ja, ich sage euch jetzt am besten, was ich... Achso, ich habe auch hier so ein goldenes Band. Das ist so von dem Geschenkpapier, von so einem Geschenkband. Wir haben gebastelt, da habe ich es irgendwie mir um den Arm gemacht, ich weiß auch nicht. Ich habe benutzt mein Catrice Make-up. Ich hatte auch überhaupt keine Zeit, irgendwie mir neue Sachen zu kaufen oder mal in die Stadt zu gehen. Es ist so, und es sind Ferien, ey, was ist da los? Oh, ich muss zu Hause hocken und darf im Bett liegen und Hahn- und Nierentee trinken. Gott. Also, sorry. Also, achso, Catrice hat ein neues Make-up, das soll wohl sehr gut sein. Wie gesagt, ich kam nicht dazu, mir es zu kaufen. Hupsa. Ich habe jetzt immer noch das alte Make-up. Perfect Resist Make-up. 24 Hours Long Lasting Perfect Coverage. Von Catrice Cosmetics. In der Farbe 030 Cent. Ich habe den Deckel weggeschmissen, weil ich das als erstes verloren habe. Dann habe ich den Deckel wieder gefunden. Dachte mir, hast du ja eh verloren, kannst wegwerfen. Dann habe ich das wieder gefunden. Ja. So sieht es aus. Das ist in der Farbe 030 Perfect Sand. Ist im Moment nicht wirklich meine Farbe. Aber ich habe es drauf. Auf den Backen habe ich von der Essence Ballerina Backstage.de, muss ich sagen, ich bin so unzufrieden. Dieses Auftragen ist so schlecht und irgendwie sieht man nichts. Also das sind jetzt so meine Naturrückschmack. Ich habe sie hinten zum Beispiel aufgetragen, nichts.
so ein Pink eigentlich und meine Backen sind nicht pink. Und ich habe davon echt viel draufgetragen und es ist vor allen Dingen fettig. Also es ist ganz schlecht. Also ich mag das nicht. Also die Farbe ist echt der Burner. Ich hätte die auch super gerne irgendwo anders, aber naja. Muss man vielleicht 10.000 Mal schichten, aber das hatte ich jetzt irgendwie nicht vor. Dann habe ich benutzt, also welchen Pinsel habe ich eigentlich aufgetragen? Ich habe mein Make-up mit dem Pinsel aufgetragen, von Billions, ein einfacher Make-up-Pinsel, der total schlecht ist. Cool, ich liebe diese Buffer-Pinsel, die gibt es bei Cosmetic for Less, die gibt es bei Rebecca Flöter im Shop, die gibt es bei Fanny Pilgrim im Shop, amberbeauty.de, also es gibt es überall. Schafft euch diese Pinsel nicht an, ich finde die so schlecht. Aber ich habe sie mir gekauft. Das ist ja die Hauptsache. Dann als Eyeshadow Base. Ich habe mal eine Eyeshadow Base benutzt, weil ich war mir nicht sicher, wie ich das hochziehen, also wie ich den Lidschatten hochziehen werde und so weiter und so fort. Habe ich benutzt die Essence I Love Stage Eyeshadow Base. Die ist total toll. Ich finde die sogar besser als die Art Deco Eyeshadow Base, weil die sich einfach besser anpasst. Und ich weiß nicht, die ist einfach besser. Auch von der Konsistenz her. Weil die Art Deco, die klebt ja so. Ist einfach so ein Applikator, wie als ob man Lipgloss macht, aber halt ist eine Eyeshadow Base. Und ich finde die auch voll cool. Also, die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich muss mir auch Pinsel nachkaufen, unbedingt. Dann ist noch irgendwas, was ich mache. Ich glaube nicht. So, dann, also, ich habe jetzt schon mir den einen Lidschatten drauf gemacht, weil ich das schnell hinter mich bringen wollte. Ich 7 Minuten und ich habe noch nichts gemacht. Ey, das gibt's doch nicht. Also, ich habe einen weißen, schimmerigen Lidschatten aufgetragen. Ihr müsst keinen schimmerigen nehmen. Ihr könnt auch eine helle Farbe nehmen, es ist völlig egal. Der hier ist jetzt von Essence, das ist einfach Weißschimmer. In der Farbe 01 Chill Out, steht auch unten unter Schimmereffekt. Upsi. Ja, ey, das Zimmer sieht aus wie Hölle, ey. Habe ich auch mein ganzes bewegliches Augenlid aufgetragen. Ich zoome euch mal ein bisschen ran, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Bum, bum, bum. So, ich benutze mal wieder meinen Sleek-Spiegel. Und dann braucht ihr ein mattes Schwarz. Ich habe ja kein loses mattes Schwarz, deswegen nehme ich das aus der Storm-Palette von Sleek. Und ich nehme auch gleichzeitig den Spiegel. Dann nehmt ihr einen flachen, abgeschrägten Pinsel. Ich habe jetzt den hier von Essence. Der muss einfach flach und abgeschrägt sein. Da steht auch irgendwo Essence drauf. Ja, dunkelblau. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht so gut. Fokussier. Na egal, steht jedenfalls Essence drauf. Ist ja auch egal. Dann geht ihr in das Schwarz. Ich habe ein ganz normales Schwarz. Mattes Schwarz. Ich finde matt irgendwie schöner. Ja, jetzt kommt das schwierige Teil. Setzt es so leicht an den Wimpernkranz. Ich muss meine Wimpern runterbiegen. Und malt erstmal am Wimpernkranz entlang. Möglichst dünn, wenn es geht. Ihr könnt es auch auffällig machen. Das bleibt euch überlassen. Aber ich finde es für den Look schöner, wenn es dünner ist. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen, was ich mache. Also wie ein Lidstrich quasi ziehen. Achso, und das Video über Eyeliner drehe ich noch. Ich habe es nicht vergessen. Bevor jetzt hier wieder wilde Gerüchte entstehen. Sie verspricht was und macht es dann gar nicht. Nur wie gesagt, es ist im Moment total stressig. So, jetzt habt ihr das schon mal in der Nähe von eurem Wimpernkranz. Jetzt müsst ihr das so hochziehen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Und macht halt, der war zu lang. Ja, wozu gibt es einen Finger? Einfach korrigieren. Hier, ich mache auch wieder. Und zieht es einfach ein bisschen hoch. Macht halt so ein Cat-Eye. So, jetzt nehmt ihr den Pinsel, macht ihn ein bisschen euren Handrücken sauber, aber nur ein bisschen, bla bla. Und nehmt den jetzt so und zieht es so ein bisschen hoch. In Richtung
Lidfalte, Augenbraue. Oh, merkt ihr schon, dass es ein bisschen smoky wird. Aber ihr nehmt noch, geht nochmal ins Schwarz und zieht immer nochmal diese Linie nach. Und zieht es auch trotzdem noch immer weiter hoch. Jetzt nehmt ihr einen Blenderpinsel. Und verblendet es so ein bisschen. Ich habe zu wenig Schwarz genommen. Also ihr könnt es auch variieren, wenn es jetzt zum Beispiel ein Club-Outfit ist oder was weiß ich. Dann könnt ihr da einen viel dickeren Lidstrich machen und das dann hochziehen und verblenden, das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Boah, mein Arm fällt irgendwie ab. Ich habe so Muskelkater von dem ganzen Tapezieren. Ja, wir sind natürlich auch ein Frauenhaushalt. Oh, bin ich wirklich ein starker Mann. Und mein Freund hat sich aus dem Staub gemacht. Und chillt jetzt in Frankreich. So, jetzt habt ihr das. Ja, ich hab's jetzt überhaupt nicht gut verblendet. So. So. Jetzt nehmt ihr nochmal den angewinkelten Pinsel, ach, den abgeschrägten Pinsel. Und führt es nochmal unter, unten an den Wimpernkranz. Ganz dicht. So, jetzt braucht ihr nur noch einen schwarzen Kajal. Ich weiß, das Video ist schon wieder ewig lang geworden. Und ich muss jetzt ein bisschen weiter runtergehen, sonst sehe ich mich nicht mehr. Und tut ihn auf die Wasserlinie. Ihr könnt jeden Kajal nehmen, den ihr wollt. Das ist wirklich irrelevant. Irrelevant. Ach Gott, egal. Ich sollte nicht so viel labern. So. Und jetzt noch mit meinen Tuschen. Im Moment benutze ich. Achso, der Liner war auf dem Basic, aber den mag ich eigentlich nicht so. Aber wie gesagt, ich habe ja überhaupt keine Zeit, mich irgendwie neu auszustatten mit irgendwelchen Produkten. Aha. Wer ist das? Jetzt mal gespannt. Bestimmt ein Freund von meiner Schwester. Von Essence die Stays On and On and On Mascara. Die habe ich geschickt bekommen von der lieben Pinky Glitter World, weil ich gewonnen habe bei der Verlosung. Die Bürste ist zwar etwas dünn, aber die trennt die Wimpern super, super toll. Und unten auch. Aber wie ich jetzt sehe, muss ich da noch ein bisschen reinblenden. Aber an sich ist der Look, ich finde den total schön. Ich zoome euch mal wieder zurück, ja, so. Und dieses Blush regt mich so auf. Upsa! Ja, ihr seht es hier immer alles. Ja.
Jetzt ist die Kamera total blöd, ey. Das gibt's doch nicht. So. Gut. Ich hoffe, euch hat der Look gefallen. Ich werde jetzt noch schnell ein Video abdrehen, wo ich euch zeige, was ich geschickt bekommen habe von der Verlosung. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt so lange unaktiv war. Oh Gott. Inaktiv heißt es, oder? 16 Minuten schon. Ich muss ganz schnell Schluss machen, sonst kann ich das Video nicht mehr hochladen, weil sonst dauert es immer so lange. Falls ihr das auf BlogTV habt, dann schreibt mir doch einfach wann am liebsten und um wie viel Uhr und bla bla. Oder falls ihr Videowünsche habt, wie immer in die Kommentarbox, in die Kommentare schreiben. Ich würde mich wirklich super freuen, weil mir gehen im Moment selbst auch die Ideen aus. Weil ich im Moment so unmotiviert bin. Ich bin so müde und schwach und wegen den ganzen doofen Medikamenten. Das ist alles doof. Naja. Aber ich finde den Look total schön und ich bin stolz, dass ich ihn jetzt geschminkt habe. Achso, meine Augenbrauen habe ich auch ein bisschen aufgefüllt mit einer Farbe. Nee, die habe ich gar nicht hier. Na egal, mit so einer dunkleren halt eben. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und bla bla bla.